Ja, moin Leute, herzlich willkommen und ihr wisst Bescheid, warum fehlt da eine Zugmaschine? Hab ich mich ja top vorbereitet hier, ne? Können wir nicht eben eine kaufen? Wir brauchen sowieso eine, ne? Wäre nicht schlecht. So, hier ist sowieso nichts im Angebot. Ein und... 51.000. Gibt es nicht irgendwas, was wir verkaufen können? Hier das Mähwerk oder sowas. Wir haben ja noch einen kleinen Anhänger, ne? Der kann weg. Zack. So. Und das Ding hier, zack, kann weg. Brauchen wir nicht mehr. Tschüss. Auf Nimmer Wiedersehen. Und das Ding hier brauchen wir auch nicht mehr. Zack, weg. So. Gibt es noch irgendwie was? Das brauchen wir, 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 das und das und das und das. Ja, okay, nice to have. Kuh brauchen wir, Huhn brauchen wir, Solaranlage, habe ich noch nie was gemerkt, dass es da irgendwie was gibt. Guck mal, hiervon haben wir 8 Stück. Liebherr, Fräse, brauchen wir, ist eh nichts wert. Brauchen wir Beton, Beton, brauchen wir Großschaufel. Ach, guck mal, die große Schaufel. Dann können wir die große, die Schaufel können wir dann ja. Tschüss. So, ein bisschen aussortiert und jetzt können wir hier 143 PS. Die sind, glaube ich, schon gut zum Ziehen. Ne? So, mal eben hier einer mehr, zack. So, können wir mal eben kurz... mit Info. So, Erntetraktoren, ne? Zack. Zurücksetzen. Zack, zack, zack. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Willkommen im Team! Willkommen im Team. So, hier hast du dein Gewicht. Den rüsten wir erstmal schön auf. So, was, dass dieses blöde Ding hier so rumstehen muss, das schieben wir mal schön hier ran. Hat ja super geklappt. Beim nächsten Mal mit dem Planierschild, so. So, dann. Würde ich mal sagen, ran. So, hier schon mal, wie sollen wir die Folge nennen? Jetzt. Vor allem jetzt kann gemäht werden. Eine glatte Lüge. Erstmal 3 Minuten hier rumgemacht noch. So, jetzt kann gemäht werden. Gibt's da noch irgendwie, wie heißt der? Dann kann ich das direkt da nochmal so nachhängen. So, Erntemaschinen hier. Blablabla. Axial Flow 9230. Axial Flow 9230. So, super. Und dann, also. Oh, und dann diese Strahlen. Ne? Es liegt was in der Luft, außer Staub. Also. Auf geht's, Leute. Auf geht's. Oh, und was eine riesen Line, die wir da liegen lassen. Schon mehr aus als die normalen, ne? Aber das ist ja auch deutlich, ist ja auch viel breiter. So, aber so spannend ist es nicht. Hier, wir gucken uns den mal schön an. Hier, da kommt natürlich, also das Getreide kommt ja alles in die Mitte. Wird dann hier schön getrennt. Das ist das Korn. Hinten ist der... sind die Halme und ja, 25%. Hat der so wenig Fassungsvermögen? Muss ich mal überlegen. Ah ne, der andere hatte 4000 nur, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, die haben alle nicht so viel. Ich gucke eben noch mal ganz kurz. Also, wir haben ja hier 4200, 10.000, 12.000. Ja, genau.
14.500 ist dann auch Maximum. Gut. Boah, 415.000. Leck mir am Arsch. So, und wisst ihr was? Wir können jetzt nämlich schön hinterher juckeln. Denn wir brauchen ja loses Stroh für unsere Viehzucht. Piau, piau. So, das sammeln wir schön ein. Das wird sich hoffentlich lohnen. Und das Gute ist auch, wir brauchen jetzt auch nicht mehr wegen jeden 12.000 hier unseren Anhänger wegbringen. Das heißt, theoretisch könnten wir auch ruhig mal Felder bewirtschaften, die ein bisschen weiter weg sind. Weil die Anhänger sind ja jetzt groß genug. Weil wir ja jetzt auch mit dem Ding die großen Anhänger quasi voll machen können. So, ich fahre hier mal langsam hinterher. Das machen wir jetzt natürlich nicht die ganze Zeit, ne? Also sollte klar sein. Wir können hier nämlich, weil man hier so schnell fertig ist, wir können hier theoretisch direkt gleich neu aussäen. So, der Kollege ist nämlich auch gleich schon voll. Der wird sich jetzt nochmal neu positionieren und dann wartet der darauf, dass wir das aufnehmen. Ja, der läuft nämlich schon fast über. Aber das ist ja das Schöne, dass wir hier halt jetzt auch mit den großen Anhänger rüberkommen. Sonst wäre der kleine Anhänger direkt voll, könnten wir den direkt wegfahren. Und so warte ich mal kurz und dann könnt ihr sehen, der hält gleich an. Sonst läuft er nämlich über. So, zack, fahren wir drunter. Der Arm ist nämlich so lang, dass er auch hoch genug ist, deutlich hoch genug ist. Und dann wird das voll beladen. So, dann können wir eigentlich... Wo ist dann eigentlich der rote Traktor? Ach, richtig, der ist ja hier. Was soll eigentlich dieses dusselige Zelt hier? Sind das hier die polnischen Hilfsarbeiter, die hier noch wohnen, oder was? Wobei, die sind meistens in einem... Oder häufiger auch mal in einem Wohnwagen, ne? Soll jetzt gar nicht böse klingen, aber es sind halt Hilfsarbeiter, die haben halt hier keinen festen Wohnsitz. Die haben halt hier so möglichst billig, weil die wollen ja hier Geld verdienen und nicht Geld ausgeben. Ja, und mit der Kohle, die wir jetzt vor allem, in, also in allererster Linie auch verdienen, mit unserem mit unserer Silage, können wir mal kurz gucken, wie weit der Gärprozess schon ist. Wahrscheinlich noch irgendwie bei 8% oder sowas. Oh, ja, wäre schön, ne? So, Getreidesorte ist mir sogar herzlich egal. Kann der machen, wie er lustig ist. So,
So, und wir können nämlich in der Zwischenzeit mal die nächsten zwei Spuren einsammeln und dann ist das Wägelchen nämlich auch voll. Und dann können wir das nämlich schon mal wegbringen zum Zuchthaus. Heißt so natürlich nicht, aber halt so ähnlich. Und dann sind wir hier mit vier Traktoren schön auf dem Feld beschäftigt. Okay, zu dritt jetzt eigentlich. Da könnten wir jetzt noch einen hinterher schicken mit der Spritze. So, auch wenn wir natürlich hier den gut beobachten müssen, den mit der den mit dem Krubber. So, ist er noch nicht so weit. Ah ja. Gleich aber. Weil ich will nicht, dass der über unser schönes Stroh grubbert. So, und wir geben jetzt nämlich richtig Hackengas, damit wir hier rechtzeitig wieder da sind. Aber richtig Gas geben hier. Am besten wäre es natürlich, wenn wir den mit dem Grubber nicht im Weg stehen. So, ich muss mal hier abbiegen. Scheiße. So. Alles gut, es ist nichts passiert. Es geht jedem gut. Guck mal, die 37 und die 36. Also so für Getreide gefällt mir das schon sehr, sehr gut, ne? Muss ich mal so sagen. Gute Lage. Quadratisch praktisch gut. In der Nähe. Ja, kommt in die nähere Auswahl, wenn wir mal... Oh Gott. Heieiei, Gott sei Dank. Ja, ich habe versucht abzukürzen noch, aber... hier kommen wir raus, okay. So, wie sieht's aus mit Stroh? Also Mist. Wie voll? 79. Also da wollte ich natürlich, bevor der überläuft, auch ganz gerne zumindest nochmal, ja, nachdem wir... einen riesengroßen Flug gekauft haben und natürlich den mächtigsten Trecker aller Zeiten. So, geht das denn da los? So, das verschwindet hier in der Erde, das landet hier jetzt alles drin. Und guck mal, da haben wir hier jetzt schon eine Anzeige. Also, Stroh ist da, reicht noch für 22 Tage. Boah, ganz schön lang. Und Milch reicht auch noch für 20 Tage. Und guck mal. Oh, Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht Angst machen. Das ist, wenn man scrollt. Da wollte ich nach ran scrollen und auf einmal passiert denn sowas hier. Das wollen wir natürlich alle nicht. Oh, da kann man richtig zugucken. Kalb 1 bis 5. Ja, da haben wir auch die Nummern. Ein Tag 18, 19, 20. Oh. Was mich interessieren würde, kann man da mehrere von kaufen?
Bestimmt, oder? Bestimmt. Das ändert nämlich nochmal einiges, weil um das Stroh loszuwerden, weil 20 Tage, das ist so lang. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage wir jetzt hier schon auf dem Buckel haben, aber 20 kommt ja ungefähr hin. Ich glaube, ich würde nämlich ganz gerne dann nochmal mehrere von diesen Stellen bauen, weil wir haben so viel Müll. Oh, guck mal, der ist ja nicht mehr leer geworden. Schande. Oh, wohin mit dem... Wo können wir denn Stroh zwischenlagern? Na, das ist jetzt eine gute Frage. Wie werden wir das Stroh los? Können wir das nicht... So, und wartet mal, ich muss mal eben schnell gucken. Oh, ja, ja, genau. Der hat uns nämlich hier schon... Die Sau hat uns hier nämlich schon... unser Stroh halbiert. Zumindest diese halbe Spur oder diese Pipi-Spur. So, und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ah, passt. Ach, Mann. Wie machen wir jetzt Geld? Okay. Ich habe eine Idee. Wir machen hier... Das ist ja sowieso auf mal 1. Das heißt, das wird ja alles nicht verderben. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge machen wir mal ein bisschen Geld. Und dann bauen wir nochmal so ein paar Aufzuchthäuschen. Wo dann schön Kühe bei rausschlüpfen. Und dann beliefern wir die immer schön. Und dann machen wir uns hier ein Kuh-Imperium. Und ja, weil wir in der nächsten Folge dann am besten mit dem Harvester ordentlich Geld herbrandschaffen, können wir dann auch Stroh und alles dann da immer schön hinbringen und den Bedarf decken. So ist der Plan. Also, nächste Folge geht es dann hier weiter. Ein oder zwei oder drei Folgen mit dem Harvester und Geld machen. Also, bis dann.